Ich begrüße euch hier und heute mal wieder zu einem weiteren My Team Karrieremodus Video aus F1 2020 mit Audi V-Sports F1. Ja, das heutige Video ist ein sehr seltsames Video, denn das habe ich relativ lange vor mir hergeschoben. Das hat ja in erster Linie Zeitgründe und es hat auch ein paar technische Gründe. Also ihr werdet ja vielleicht in meinem letzten Community Post gesehen haben, dass ich aktuell eine Videoserie vorbereite für Dezember und damit habe ich halt schon vor 2 Wochen angefangen circa. Und das ist relativ zeitaufwendig, da bin ich aktuell dabei, die ganzen Videos aufzunehmen. Und parallel dazu habe ich natürlich auch noch die aktuelle Koop-Karriere mit dem Patrick am Laufen, da wo auch relativ häufig Videos kommen müssten, damit ich da wirklich in diesem Flow drin bleibe. Also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schnell das so eine Woche vergeht, bis dann wieder die nächsten 2 Rennen mit dem Patrick kommen. Und dann in der Zeit habe ich nicht mal in der Regel die beiden anderen Videos hochgeladen. Also es ist schon ziemlich schwierig. Ihr müsst bedenken, ich bin halt kein Dave Gaming oder sowas, der den ganzen Tag wirklich nichts anderes macht und teilweise pro Tag 2, 3 oder wenn nicht sogar 4 Videos hochlädt. Sowas mache ich einfach nicht. Wenn man mal ehrlich ist, würde das eine jede Work-Life-Balance sprengen, sofern YouTube nicht dein Hauptjob ist. Gut, das soll jetzt aber auch nicht das Hauptthema dieses Videos sein, denn heute geht es natürlich weiter mit der MyTeam-Karriere hier beim Großen Preis von Russland und hierfür wünsche ich euch natürlich viel Spaß in den kommenden circa 14 Minuten. So, die Komponenten hier habe ich alle erneuert. Das sollte klar gehen. Vorher richtig abgenudelte Dinger gehabt und jetzt, ja, so mittelabgenudelte Dinger. Und ja, ich denke, wir sind bestens vorbereitet für das Qualifying. Gehen wir einfach mal rein. So, die erste fliegende Runde reicht leider nur für einen 15. Platz. Das ist der heiße Wackelstuhl. Nein. All around me are familiar faces. Tja, und damit ist es das dann auch hier gewesen im Qualifying beim Großen Preis von Russland. 21. Platz, das wird also eine richtig entspannte Last-Two-Fragezeichen-Challenge. Tja, 1/10 Sekunde wäre da sicherlich noch drin gewesen, dann wäre man vielleicht sogar auf P16 gewesen. Was willst du machen? Ja, weil wir jetzt eh von Platz 21 starten, kann ich jetzt auch einfach for free nochmal neue Komponenten einbauen. Weil, ob man jetzt von Platz 21 oder 22 startet, das ist im Grunde genommen Wumpe. Deswegen werde ich jetzt alles nochmal komplett neu machen. Dann wird man safe bis zum Ende durchkommen. So, hier auch nochmal neues Getriebe. Ja, komm. So, und jetzt gehen wir ganz normal ins Rennen rein. So, wir starten auf jeden Fall auf den Mediums. Und ja, man kann dann gegebenenfalls im Rennen, falls ich was tun sollte, dann noch drauf reagieren. Oh, extrem guter Start. Ja, Mann. Wie der aber auch 0,0 Platz lässt, der Magnussen. Okay, das ist ein guter Beginn. Weiter so. Fernando is faster than you. Dein Ernst? Reicht doch mal. War ganz geil, aber hätte nicht sein müssen.
Ja, weißt du was? Die nutzen sich so wenig ab. Ich kann eigentlich jetzt schon an die Box gehen. Ich mache jetzt einen Undercut. Die Reifen, die nutzen sich hier so wenig ab. Und jetzt Hammer Time. Schnellste Rennrunde. Also ich bin gespannt, wie weit uns der Undercut jetzt hier nach vorne spült. Zwei Positionen schon mal gewonnen, ne, drei sogar. Oh, wieder lila im letzten Sektor. Ja, guck mal, wie viel der Undercut gebracht hat, das ist ja unfassbar. Oh, jetzt auf P9. Dieser Undercut, der war einfach anders heftig. Der war richtig krass. Du bist jetzt in den Top 10. Weiter so. Gefährlich. Auf P7, what? Alter. Round the outside. Sauber gemacht, gute Arbeit. Ja, jetzt so langsam. Na, die Reifen sind schon ein bisschen abgenutzt. Man kann nicht mehr so aggressiv sein. Das ist deine letzte Rennrunde. Die letzte Runde des Rennens. Boah, komplett verbremst. Oh, Vettel macht aber keinen Konter.
Also ich glaube, in Real Life hätte ich jetzt einen Bremsflatten. Wo will der denn da seine Nase reinstecken? Fast noch die Position gegen Vettel verloren. Alter! Von ganz hinten auf P5, ultimativ 103. Ja gut, Fahrer des Tages. Also wenn ich das jetzt nicht gewesen wäre, dann hätte ich es auch nicht gewusst. Und falls ihr jetzt nachfragen solltet, ja, ich hatte in diesem Rennen ein kleines Problem mit der Soundsynchronisation, beziehungsweise hatte ich zweimal die gleichen Spuren belegt. Das Problem müsste ich jetzt aber inzwischen gelöst haben, von daher, ja, tut es mir leid, dass es hier und heute mit der Aufnahme beziehungsweise dem Sound ein bisschen durcheinander gewesen ist. Also ich bin ganz ehrlich, so, das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Im Qualifying war ich absolut lost, da hatte ich überhaupt keine Chance. Und dann im Rennen sah es am Anfang auch gar nicht mal so gut aus, aber dann dachte ich mir so, hey, die Mediums, die bauen sich halt quasi absolut überhaupt nicht ab. Und da habe ich mir gedacht, mache ich einfach den ultimativen Undercut, aber so richtigen Undercut. So, und dann bin ich einfach ab Runde 3 oder Runde 4 auf die Softs gegangen, bin damit einfach durchgefahren. Alter, das war die goldrichtige Entscheidung, wirklich, absolut perfekt war die Entscheidung. Weil dadurch konnte ich dann ein paar Runden frei fahren. Ich habe so viele Leute in der Boxengasse überholt, weil die alle mega lange draußen geblieben sind. Und ja, ich da ja, heimlich still und leise meine Kreise ziehen konnte. Und das auf den Softreifen, die extrem gut funktioniert haben. Also, das war schon nice. So, jetzt noch ein paar Aktivitäten zuweisen. Was haben wir denn hier? Wir haben... Das ist ziemlich wichtig. So, dann haben wir... Boah, wir können ziemlich viel machen eigentlich, ne? Schon krass. Das ist mir wichtig, obwohl... Nee, dann kann ich nur noch einen Slot belegen. Nee. Ich muss jetzt die Zweier alle belegen, ansonsten komme ich nicht auf meine... Wobei das auch schon ziemlich krass ist, ne? Plus 750... Ah, das ist, glaube ich, noch wichtiger. Das ist für den Juan Manuel Correa. Und hier mache ich auch noch was. Ja, okay. So, wie viel Geld haben wir jetzt? Was können wir tun? Forschung und Entwicklung. Wir haben 1981 Ressourcenpunkte. Könnte man theoretisch... was weiterentwickeln... Nur letztens hat einer in den Kommentaren geschrieben, dass ich nichts mehr weiterentwickeln sollte, weil vielleicht etwas geschlossen wird. Aber... Schwierig, ne? Im Bereich Chassis ist Audi echt schlecht. Da müsste ich eigentlich nochmal in den sauren Apfel beißen und die 675 investieren, oder? Strapazierfähigkeit, das entwickle ich eh nicht weiter. Ich schließe die Einrichtung mal. Ich investiere nochmal 2 Millionen in den zweiten Fahrer. Ich glaube, das ist so das Sinnvollste gerade. Und hier im Bereich Chassis mache ich nochmal hier ein kleines Upgrade. 675, das kann ich noch so gerade eben verschmerzen. Und jo, gehen wir mal auf weiter. Gut, ich denke, damit sind wir so langsam aber sicher am Ende des Videos angekommen. Wie gesagt, ich bin mega überrascht, dass das jetzt in Russland auch so gut geklappt hat, wie letztes Mal auch schon beim großen Preis von Singapur. Fünften Platz habe ich überhaupt nicht kommen sehen, ganz ehrlich. Und ich glaube, nächstes Mal werde ich die KI wieder mal eine Stufe höher stellen, von 103 auf 104. Und ja, dann schauen wir weiter. Und
ja, ich denke, damit sind wir, wie gesagt, am Ende des Videos angekommen. Lasst diesem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, falls es euch gefallen haben sollte. Und Kanal abonnieren ist auch immer ziemlich gerne gesehen, ihr wisst Bescheid. Und ja, dann sehen wir uns nächstes Mal beim großen Preis von Suzuka, beziehungsweise großer Preis von Japan. Haut rein, ich bin raus.